Odoman wiegt 350 Kilo. Kalev, ist es eine Lüge oder ist es die Wahrheit? Traurigerweise die Wahrheit. Du Hund! Ist es nicht? Ich wiege 351, halt Spaß. So, wir machen hier, ich glaube, es ist weg und zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und wie ihr es schon gemerkt habt, geht's heute ums Lügen oder ums Wahrheitssagen. Heute mit meinem Freund Kalle. Let's go. Ich bin dir die Hucke voll. So, Kuss geht raus an den Mapbauer Senf. Danke fürs Mapbauen, gebaut von Senf. Und geholfen haben die ganzen Jungs hier. Kuss geht raus nochmal ans Bauteam. So, Kalle, wir starten direkt rein. Und ich würde mal sagen, ich gehe direkt in den ersten Raum, in den Marienkäferraum. Und ich sag's dir, da werden ganz viele Marienkäfer sein. Boah, wer will's? Okay, Kalle, so falsch lag ich mit meiner Dinger nicht. Es sind zwar keine Marienkäfer hier, aber es gibt Kreaturen, die hier leben. Okay, kannst du diese Kreaturen umschreiben irgendwie? Dinos. Also echte Dinos, die laufen und alles. Nö, die stehen hier einfach. Okay, okay. Und der Raum ist so lavamäßig. Also ein Lavaraum mit Dinos. Ja, und da sind auf einmal Helikopter und die explodieren. Keine Ahnung warum, egal. Ja, und halt Lavafall, ne? Lavafall. Mhm. Also stelle ich mir gerade so eine Lava-Gegend vor, wo Dinos stehen und explodierende Helikopter. Ungefähr. Das Ding ist... Jetzt die Frage, lebe ich oder sage ich die Wahrheit, Kalle? Wegen diesen... Ah, da explodiert plötzlich Helikopter. Aber es klang halt schon ziemlich realistisch so, weil sowas würdest du dir nicht ausdenken können. Woher willst du das wissen? Abonniert meinen Zweikanal. Weil das ist keine Lüge. Abonniert meinen Zweikanal. Unten in der Infobox. So. Los! Ich sag, du sagst die Wahrheit. Warum? Ganz einfach, wegen diesen explodierenden Helikopter. Das ist einfach zu random. Das muss einfach stimmen. Das kann ja, komm rein und wir gucken einfach, ob das stimmt. Okay, ich komm rein und wir... Es stimmt! Let's go! Bro, ich dachte mir auch, wo ich die Helikopter gesehen habe. Oh nein, ich darf das nicht sagen, weil das war zu... Das ist so zu... Okay, das war zu random. Okay, gut. Kalle kriegt schon mal eine gute Waffe, würde ich mal sagen. So, mein Freund, du darfst in die zweite Map. Du musst einfach nur tanzen. Okay, weiß schon. Let's go! Und dann zweite rein. Und wir haben sogar Minigames noch hier, Freunde. Deswegen, wird das hier noch alles spannend. Kalle, erzähl mir deinen goldenen Smiley-Raum. Der Raum ist, sag dir nicht, wie alt anfängt Fortnite, kennst du Haunted? Diesen Friedhof stehend? Ja. Das ist so eine Mischung aus Haunted und diesem Golfplatz, weil die auf so einem Golfkarten so was steht. Mhm. Hier stehen auch Zombies, dieser fette in lila. Ja. Und ja, das war es eigentlich schon. Ein paar Gräber. Ja, wie sieht die Umgebung aus? Tatsächlich ein bisschen diesen lilanen Ding. Wie heißt das? Dieses Galaxy-Teil. So eine Border einfach platziert, weil er keinen Bock hatte zu bauen, richtig. Ich sag... Oh, schwer. Okay, was war nochmal da alles? Diese großen lilanen Zombies. Ja. Ein Golfkart. Nee, Entschuldigung, zwei Golfkarts sogar. Welche Farbe haben die Hände der lilanen großen Zombies? Dunkel, dieses dunkelblau. Das sind diese fetten, die wir auch Dings in dem Simulator gespielt hatten. War das meine? Okay, und ja. Golfkart. Welche Farbe hat das Golfkart? Weiß. Mit blauen Akzenten. Hängt was im Golfkart drin? In dem einen nicht, ich habe mal zum anderen hin. In dem anderen auch nicht. Am Rückspiegel hängt nichts. Ach, am Rückspiegel hängt? Ich dachte, ob da jemand drin sitzt. Nee, nee. Nee. Okay, Kalle lügt, ja, weil im Golfkart sind immer diese Würfel von diesem Dörrburger und sowas drin gewesen. Deswegen komme ich rein und Kalle lügt! Mann, ey! Kalle lügt! Oh mein Gott, mit der Frage habe ich dich hops genommen, Kalle, Junge. Aber wie kommst du? Aber warte mal, wie kommst du auf Haunted Hills, Digga? Ich weiß nicht, ich dachte, diese Bäume sehen ein bisschen tot aus, da kann ich einfach Haunted Hills sagen. Oh mein Gott, wie gut. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, es steht 1-1, KB Keggers. Let's go. Und wir gehen rein in die Minigame, und zwar Auto-Dodge. Okay. Oh, das geht direkt los, Kalle. Ich glaube, es funktioniert nicht ganz. Oh, wild, hier ist eine Barriere. Kalle, doch nicht! Das war nur Anfang. Oh, es war echt nur der Anfang. Ich habe Angst. Oh, da kommt mein Cut. Jo! Oh, ich wäre fast gedingst worden. Gehops genommen. Digga. Geh weg, geh weg. Ich lebe noch. Lebst du noch? Ey, wie? Lüg nicht. Warst du tot? Nein. Nein. Ich bin tot gewesen, der würde nur leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, ich bin tot. Ciao, Kalle. Nein, du lebst immer noch. Hey, was soll das? Digga. Ich bin mächtig. Okay, irgendwie... War es das? Ne? Ich wollte dich hauen, aber irgendwie kann ich dich nicht hauen. Ich wollte dich auch gerade hauen, aber irgendwie kann ich dich nicht hauen. Yo! Yo!
Digga, wir kriegen Damage von den Autos, wenn wir jetzt sterben. Wir haben aber voll viel Leben, also. Oh, okay. Ey, du warst. Ey, okay, Digga! Ach, man wird die ganze Zeit zurückgespawnt. Kalle, du warst schon safe verloren, Bro. Digga, ich kann einfach runterlaufen und überlebt das einfach. Du kleiner Hund, lass uns tanzen, Digga. Ja, gut, Kalle, du wurdest zuerst runtergeboxt. Sei ehrlich, sei ehrlich. Digga, ich wurde zuerst runtergeboxt, aber. Warum haust du mich jetzt? Klein Piss. Okay, Alter. Kalle, ich gehe in den nächsten Raum. Der nächste Raum ist so Wolkenraum. Okay. Okay, lass mich mal kurz hier auf mich wirken. Bro, kannst du mir glauben, ob du willst oder nicht? Das ist einfach Bummiland. Was ist denn Bummiland? Keine Ahnung, Bro. Das sind überall Bäume. Menschliche Bäume. Was? Also jetzt... Was ist? Wie kommst du auf Bummiland? Ja, das ist Bummiland, Bro. Okay. Menschliche Bäume, wie sehen die Bäume denn aus? Also beschreib dich mal ein bisschen genauer, weil menschliche Bäume ist ja einfach. Ja, es ist so ein Busch. Und da sind so Stiele dran und hat halt ein Gesicht irgendwie. Und das bei allen, die wurden irgendwie kopiert. Gibt's da noch ein bisschen mehr zu, Umgebung? Ja, einer ist im Auto. Da ist ein Selbstgebautes. Was für ein Auto? Ein selbstgebautes Auto? Ja. Aus? Blöcken? Ja, aus diesen primitiven Formen, oder? Ich glaube, ja. Okay. Ja, was soll das für ein Auto sein? Kein, das ist, hier steht, warte. Bummicar. Das ist das Bummicar. Das ist also im Bummiland. Ja. Und am Auto steht dran Bummicar. Ja. Okay, dann ziehen wir weiter. Ja, mehr kann ich nicht erzählen, Junge. Du musst auch mal raten oder mir eine Frage stellen. Okay. Was für Büsche sind das? Was soll ich dir jetzt sagen? Was für Dings? Hier, Ding, Efeu, Alter. Nee, es gibt diese Hecken. Es gibt die mit Blüten dran. Es gibt die ohne Blüten dran. Mit Blüten dran. Also sind diese Blütenbüsche. Blütenbüsche, ja. Efeu oder was? Ich sag, du lügst. Warum? Weil du sonst direkt gesagt hättest, das sind Blütenbüsche. Da wärst du drauf gekommen. Aber bist du nicht. Du sagst, Efeu, bist du dumm oder was? Okay, dann komm rein, wenn du denkst, ich lüge. Ich sag, du lügst. 2-1, Kalle! Das ist Bummiland mit Bummicar. Und hier ist ein rotes Bummicar, der fährt es. Und der Bummi schaukelt. Und wir sind überall Bummis. Kurze Frage. Was? Was ist mit deinem Bauteam los? Bruder, guck mal. Der Bummi hier, der macht das Bett. Der Bummi isst gerade Essen. Der Bummi hier hinten guckt gerade fern. Der Bummi will dem gerade eine reinhauen, weil er fern guckt. Digga, okay. Der Bummi, keine Ahnung, was der macht. Der macht gerade Feind the Button oder so. Ja, gut, Kalle. Er steht 2-1, du Noob. Noob. Ja, nee, also... Ich weiß nicht, was für dein Bounty nicht richtig ist, aber so einen Land zu bauen, das ist schon... Noob. Geh in die Bananen-Area, okay. Junge. Komm, geh. Ich geh in die Banane. Geh rein, Junge. Okay. Also, ich befinde mich hier gerade in so einem Prinzessinnenzimmer. Ja. Hier ist auch so ein kleiner Butler, der sieht aus wie so eine Ziege oder... Ist das eine Ziege oder ein Hund? Irgend so eine Mischung raus. Vielleicht auf jeden Fall eine Zunge raus. Okay. Hier ist ein fetter Kuchen und hier sind voll viele Türme. Und ja... Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ein schöner Spiegel hängt hier auch. Ganz kurz zu dem Butler, mein Freund. Eine Ziege? Ich glaube, ja, das ist ein Butler und das ist eine Ziege. Aus was wurde das gebaut? Denk mal primitive Formen. Obwohl, nee, die sind so gut gemacht. Es könnte auch ein Preset sein. Ich weiß es nicht. Also es ist schwer zu sagen. Entweder primitive also Formen das oder Ding ist, guck mal, das Ding ist, ich würde reingehen mit du lügst, weil, pass auf, eine Ziege in Fortnite gibt's nicht. Für mich sieht's aus wie eine Ziege. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Ziege ist. Aber für ja, aber du kannst doch... Also, ganz kurz, Leute. Ganz kurz, Kalle. Eine Ziege und ein Hund. Ja, so... Sieht so ein bisschen aus wie so ein Plüschtier. Ich kann es nicht beschreiben, Digga. Ein fetter Plüschdings mit Hörnern. Nee, hat keine Hörner. Ohne Hörner. Hat keine. Der andere ist ein Hund. Also, das Ding hat keine Hörner. Du lügst. Nein, das ist... Ich lüge nicht. Doch, du lügst. Ich komm jetzt rein und wie du lügst. Du bist so ein... Was soll das denn sonst sein? Für mich ist das ein Ziege oder ein Hund. Ich weiß es nicht. Das ist doch ein Hase, du Opfer. Wo ist das ein Hase? Das ist eine Hasegalle. Digga, wie sehen bei dir die Hasen aus, Digga? Hä, der hat lange Ohren. Das ist eine Hase, du Knilch. Wo sind die lang? Das ist ein Hase, Mann, Digga. Und das ist doch kein Butler.
für mich ist es ein Butler, er steht am Bett. Wo ist die Prinzessin? Das ist ein Prinzessin-Zimmer, hab ich gesagt, nicht Prinzessin ist da. Pisser, Digga. Aber der Raum sieht wild aus, muss ich ehrlich sagen. Der sieht auch nochmal wild aus. Kalle, 2-2. Gut wiederholt, sag ich dir early. Okay, wir haben wieder zwei Games, das heißt, wir gehen rein in das Minigame. Wir gehen in Carrera-Bahn. Go! Bist du bereit? Okay, wir müssen, glaube ich, ein Rennen machen. Bist du bereit? Yes. 3, 2, 3. Er fährt vor. Ha, ich habe gesagt, 2-2, go. Wenn du nicht hörst, der hörst. Digga, mal, schade von dir. Mal. Kann man hier abkürzen? Ah, nee, kann man nicht. Man muss in die Kreise. Hab ich auch überlegt. Ah, der hat uns ein bisschen gehopst. Kalle, das ist nicht dein Ernst. Ja! Er hat den Ring bekommen, ich nicht. Er hat ihn bekommen und ich nicht. Du Ehren... Das ist so aus dem Zug, ey. Ja! Digga! Okay, du fällst jetzt runter, weil ich kenn dich. Tu ich nicht, weil da vorne ist das Ziel. Nein! Aber drei Runden steht da. Oh, drei Runden. Digga. Jetzt heißt es einfach nur perfekt fahren. Ich gebe auf. Du hast gewonnen, ja. Kalle. Du hast gewonnen. Ich weiß nicht, was das bringt. Ah, Benesleben machen wir einfach. Okay, also wir haben beide jetzt ein Benesleben. Okay, wir haben beide jetzt ein Benesleben. Komm zurück, mein Lieber. So, KB Keggers, ich bin dran. Yes. Und zwar gehen wir in diesen Raum hier. In das Sushi-Restaurante. De la Fuerte, de la Mama, de la Pipi. So, Kalle. Wir sind hier in... Das sieht aus wie Mini-Tilted. LOL! Die haben hier Mini-Tilted... Okay, das ist Mini-Tilted, Kalle. Mhm. Die haben hier Mini-Tilted gebaut. Und... Aber auf so einem Podest mäßig. Weißt du, was ich meine? So auf einem Podest. Und dann ist oben so... Dieses Gestein von den Bergen. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Dieses runde Gestein. Diese runde Gestein? Ja, von das ist so ein Berg halt. Und oben ist so Erde. Also Gras. Und das ist halt so ein Erdgestein. Und auf jeden Fall ist da drauf, tilted, mini-tilted. Okay, kannst du den Raum weiter beschreiben? Also diesmal abgesehen von mini-tilted, da muss auch andere Sachen sein. Himmel, Wände. Nein, ist nix. Also, das ist halt irgendwie so eine Barriere halt. Weißt du? In welchem Design? In Blau einfach. Welches Blau? In der Mitte. Es gibt, glaube ich, nur ein Blau. Dieses helle. Dieses normale helle Blau. Okay. Und in der Mitte ist halt dieses Podest und da drauf steht, ist halt dieser Gestein und auf dem Gestein, auf diesem Grün, ist Mini-Tilted drauf. Und in dem Raum ist nichts anderes außer dieses Gestein und Mini-Tilted. Ja, so Treppe halt zu dem Podest. Dann kannst du dich da draufstellen. Keine Deko rumherum, kein gar nichts? Bro, nix! Ich glaube, das hat eh schon ewig gedauert, Mini-Tilted da drauf zu setzen, dass sie keinen Bock mehr hatten, hier irgendwas noch rein zu platzieren. Oh du Mann, es haben 10 Leute gefühlt diese Map gebaut. Ich glaube nicht, dass sie zu faul waren, da noch weitere Sachen rein zu platzieren. Bro, aber du musst dir überlegen, vielleicht haben die mehreren Maps gebaut. Nicht jeder in dem gleichen Raum, Bro. Also die bauen nie so, dass die zusammen immer jeden Raum machen. Okay. Welche Gebäude sind denn in Mini-Tilted? Big Ben ist da. Mhm. Dann das Main-Gebäude ist da. Welches Main-Gebäude? Das Main-Gebäude. Es gibt nur ein Main-Gebäude. Das Bricks oder das andere? Das andere, das normale. Okay. Das Main-Gebäude, Kalle. Weil das Bricks ist das Bricks. Dann sagen wir mal anders, wie viele Gebäude sind da? Warte. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Nur 6 Gebäude? Ja. Die haben es halt nicht okay. Eins, also ist nicht ja, 1 zu 1, aber man soll wissen, man soll checken, dass es tilted ist. Big Ben ist da, L-Häuser sind da, hast du gesagt. Ja, Main-Gebäude ist da. Und die haben anstatt diesen Taco-Laden, da haben die Tomato-Dings gemacht. Diesen Tomato, nicht Tempel, sondern diesen Tomato Pizzeria-Dings. Welches Gebäude ist noch da? Das waren erst 4. Die Fußballfeld? Ja. Beziehungsweise, warte mal, das war doch ein Basketballfeld, aber es ist ein Fußballfeld auf jeden Fall. Also haben sie das auch geändert. Und am Wasser ist ein kleines Häuschen einfach. Es ist schwierig, also es könnte echt sehr gut gelogen sein oder halt die Wahrheit. Ich sag dir, wie es ist, Kalle. Okay, eine Frage habe ich noch. Ja. Du sagst, es ist ein Fußballfeld. Ja. Mit oder ohne Tore? Ohne. Ohne Tore? Ja. Okay. Dann bin ich dir ehrlich. Ja. Dann glaube ich, lügst du. Warum? Ganz einfach. Warum sollten die so viel Mühe in diese kleinen Zeug stecken mit Fußballfeld, Mini-Takuladen, Mini-Dings, Tomato Town, aber keine Tore machen? Das ist halt wirklich kein Aufwand. Ist in der gleichen Galerie drin. Ich sag, du lügst. Das Ding ist, Kalle,
Ich glaube, du kannst die Tore einfach nicht so klein ziehen. Du kriegst alle so klein, weil die haben ja auch das Fußballfeld so klein gekriegt aus irgendeinem Grund. Okay, denkst du, du lügst? Ich lüge? Ich denke, du lügst. Ja, okay, dann hast du verloren. Ich hab die Wahl abgewonnen. Du hast gelogen. Digga! Ich hab das so detailreich erzählt, Bro! Dass du denkst, okay, ja, der Typ sagt safe die Wahrheit, so einer auf den. Aber Digga, wir sind einfach bei Midas hier, Bro. Digga, ist doch. Aber wo ist denn die Big Ben? Was ist denn Big Ben? Ja gut, ich hab übelst gelogen, aber es ist echt schwer, Leute, bei sowas zu lügen, weil du musst dir wirklich alles aus dem Kopf so schnell so runterrattern, damit der Gegenüber das nicht checkt und. Ja, ist schwer. Ja gut, Kalle, wir gehen raus. Dann würde ich mal sagen, es steht, wie steht's? 3-2. Okay, Kalle, du gehst rein. Ich geh rein. Okay, Kalle, okay. Ich bin gespannt, erzähl. Okay. Lüge. Das ist so ein... Spaß. Nein, es ist so ein Mario-Level mit primitiven Formen gebaut. In der Mitte hast du so eine kleine Version von diesem Schloss, was du auch so in Fortnite hast, aber normal gebaut halt. Ja. Rumherum hast du hauptsächlich so ein Grünfeld mit so Mario-Röhren, dieser komischen Pflanze von Mario, aber auch mit primitiven Formen gebaut. Ja. Yeah. Also echt nicht schlecht. Hier hast du einen kleinen Mario, aber der sieht halt ein bisschen cursed aus. Und das war's eigentlich. Guck mal, vom Ding her, Kalle, weiß ich, ich würde jetzt sogar sagen, du lügst. Aber weil ich auch dieses Schild hier sehe und das sieht so ein bisschen Arcade-Game-mäßig aus, sage ich, du sagst die Wahrheit. Bist du sicher? Ja, ich sag, du sagst die Wahrheit, weil das Ding hier halt auch so ein bisschen Arcade-mäßig ist und du versucht hast oder dir gedacht hast, ey, okay, warte mal, wenn ich jetzt lüge, denkt der, dass ich lüge, deswegen hast du nicht gelogen, deswegen sagst du die Wahrheit und ich bin drin. Boah, krasses Mario Land! Du kleiner Hund. Aber wie dieser Garten, der einfach so einzeln auf der Bank sitzt. Du kleiner Hund, Digga, es steht 4-2, hä? Digga, let's okay, go! Ja gut, Kalle, alles gut, Digga, alles gut. Wir haben ein Minigame und dann gehe ich in das letzte rein. Bist du bereit? One-Shot! Komm! Es geht direkt los, Kalle. No-Scope, ne? Oder ziehst ja. du? Nee. So. Aua! Aua! Er reloadet nicht! Er reloadet! Digga, dieser Reload-Bug, Mann! Oder man hat im Fight 5 Leben, Kalle hat 4 Leben, Kalle, komm raus! Und ich beschreibe dir den letzten Raum. Oh, ich kann noch hier auf 4-3 gehen. Okay, Kalle. Yes. Der Raum ist wirklich nicht wie der andere. Er ist sehr, sehr klein. Es ist auch ein Raum mit 4 Wänden ohne Barriere. Okay. Der Boden sieht ganz komisch aus. Hier ist ein Mülleimer und da steht D-King drauf. und auf der Wand ist so ein Logo von diesem Fischer-Dings. Captain Carp oder so steht da drauf. Captain Crab. Und, ja, auf der Wand steht, abonniert alle Odoman, ihr fetten Quallen. Das Ding ist, ich frag mich, also wir hatten ja diese Information, dass das ein Special-Raum ist. Ja. Aber was ist daran so special? Wenn ich die Wahrheit gesagt habe. Ja genau, wenn du die Wahrheit gesagt hast, wo ist das special? Also hast du da irgendwas, wo du sagst, jo, das ist speziell special oder ist einfach nur alles das, was du jetzt gesagt hast? Nö, es ist so eigentlich alles, was ich gesagt habe. Odoman? Ja. Du sagst die Wahrheit. Weißt du warum? Oh. Ich glaube, das Special daran ist, dass er ist halt relativ neu in deinem Bautleben und denkt sich so, boah, wir haben alte Memes dazu gebracht, so mit dem Fischtyp wie Forty oder den D-King als Mülltonne und sowas. Ich glaube, das ist für ihn special. Darum sage ich, sag die Wahrheit. Ja, ich komm rein. Das ist halt wirklich. Ich kack ab, Junge! Ich hab das so low erzählt, weil ich wusste, okay, special, dies, das und so. Ach Mann, Digga, schade. Ja gut, Kalle, ich weiß gar nicht, wie viel steht. 5-2. 5-2, nice. Das heißt, ich krieg 2 gute Waffen, Kalle kriegt 5 gute Waffen. Und ich hab 5 Leben, Kalle hat 4 Leben. Und wir gehen rein in den Fight. Und zwar kämpfen wir direkt hier. Und let's go. So, Kalle, bist du bereit? Ich will gar nicht wissen, was für Waffen du hast, du kleiner Ekliger. Ich hab 5 Leben, du 4 Leben, let's go. Okay. Wir direkt im Busches. Weißt du doch gar nicht. Natürlich, ich sehe deinen Scope. Nein. Ich bin hier im Busch. Dino Popo. Heute wird Kalle rasiert, Junge. Ohne Shampoo. Ohne Shampoo, Bro. Ohne Shampoo? Ja, ohne Shampoo.
Digga, meine Geheimwaffe wird dich kaputt machen. Ja, spawn doch erstmal. Oh nein. Hast du nicht gemacht, oder? Jetzt muss ich dich 5-3 zerfetzen jetzt. Ich werde jetzt kein einziges Mal sterben, Kalle. Ich werde dich so. Ich werde so schwitzen. Spawn. Er hat Spawnschutz. Er hat mich geholt. Alles gut, aber Kalle wird eh aufs Maul kriegen, weil er hat noch 2 Leben. Komm doch, kleiner Wurm. Spawnschutz. Wieso baut man Spawnschutz ein? Ach man! So, nice, danke. Er hat halt übelst dreckigen Waffen genommen. Bist du im Busch? Ich seh dich nicht, wo bist du? Du ekliger. Du bist so eklig. Du bist so eklig, du kriegst jetzt so Spawnschutz in dein Gesicht, Digga. Wie viel Leben hast du eigentlich noch? 1, oder? 1. Das ist so small. Der denkt, ich weiß nicht, wo er ist. Du Digga. Ja gut, Leute. Kalle hat das Lügen gewonnen und das Beantworten vom Lügen. Ich habe das Battle gewonnen. Es steht... No Scope. Selbst mit No Scope zerfällt sich die. Ja, Leute. Kuss geht raus an Senf, der uns die Map hier gebaut hat. Und ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Leute, ich habe Kalle ab und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen. Ciao.